Nun aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, endlich zum größten Live-Event des Jahres. Die SPD sucht eine neue Parteispitze. Das Verfahren ist ja unglaublich kompliziert. Zunächst mal wurden bundesweit Anzeigen geschaltet in allen großen Zeitungen. Traditionspartei mit 150-jähriger Geschichte sucht Vorsitzenden, Duo, befristete Anstellung. Einzige Voraussetzung, technisches Verständnis, wie man in der Parteizentrale das Licht ausmacht. Daraufhin gab es eine Menge Bewerbungen. Ja, doch, es hat ein bisschen gedauert, aber dann waren es doch ziemlich viele Bewerberinnen und Bewerber. Ein Einzelkämpfer ist dabei, alle anderen treten paarweise an. Das hat sich die SPD von den Grünen abgeguckt. Haben sich gedacht, auch Doppelspitze funktioniert super bei den Grünen, kommt ja gut an. Das machen wir auch. Und wer da nicht alles dabei ist. Hilde Mattheis und Dirk Hirschel, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, Annette Ahrens und Norbert Windmeier, Michael Roth und Christina Kampmann. Und Sie können mir noch nicht mal sagen, welches Bärchen ich mir gerade nur ausgedacht habe. Ja, es ist der Wahnsinn. Und wir sind gerade alle zusammen auf großer Tournee. 23 Regionalkonferenzen insgesamt. Bislang waren Sie in Saarbrücken, in Hannover, in Bremen, aber auch in Friedberg und in Niederolm. Niederolm, weiß man gar nicht, ist das eine Stadt, Niederolm, oder ist das der SPD-interne Spitzname für Sigmar Gabriel? Jedenfalls wird es bis Dezember dauern, bis alles entschieden ist. Ein langwieriges Verfahren, das hat man sich wiederum bei der CDU abgeguckt, ne, das mit den Regionalkonferenzen. Nur muss man sagen, liebe SPD, bei der CDU war das eine ganz andere Spannung. Erstmal hatten die drei Kandidaten und das waren dann auch erkennbare Typen. Das war wie aus Filmen. Ja, das waren wirklich identifizierbare Charaktere. Da war Annegret Kramp-Karrenbauer, die ganz normale Frau aus dem Saarland. Da war Jens Spahn, der smarte, skrupellose Streber. Und Friedrich Merz, der Konservative, der aus den Untiefen plötzlich wieder auferstanden ist. Es war eine Mischung aus Adelheid und ihre Mörder, House of Cards und The Walking Dead. Ja. So. Aber jetzt. Die SPD. 15 B-Promis ziehen durch die Pampa, das ist für mich Dschungelcamp. Ja. Und dadurch, dass es so viele sind, müssen das alles ganz knapp formulieren. Die müssen sich alle immer wahnsinnig kurz fassen. Ich muss darum bitten, nur zum Schluss zu klatschen, weil das alles abgeht von der Zeit jetzt. Ich muss jetzt mich ein bisschen kürzer fassen. Und letzter Satz, liebe Gesine. Ich möchte meinem Boris hier nicht die Redezeit stehlen. 15 Sekunden sind jetzt auch vorbei. Da hast du jetzt Pech gehabt, tut mir leid. Die haben allen Ernstes 5 Minuten, um sich und ihr Programm vorzustellen. 5 Minuten. So lange braucht allein Karl Lauterbach für einen Satz. Das ist ja dieser gemütliche Typ mit der Fliege und dem rheinischen Singsang. Ja, mein Name ist Karl Lauterbach. Ich komme aus dem Rheinland, aus Düren. Ich bin das Kind aus einer Arbeiterfamilie. Man denkt immer, jetzt kommt ein Dusch und dann spielen die Höhner. Ja, also und dann, da muss ich ganz ehrlich sagen, noch mehr lachen muss ich bei dem Paar Petra Köpping und Boris Pistorius. Warum treten die noch mal zusammen an? Boris Pistorius und ich, wir haben uns kennengelernt auf einer Reise, wo wir nicht wussten, dass wir da sind. Beide nicht. Und zwar in Mechelen, in Belgien. Die waren zusammen auf einer Reise und wussten dabei nicht, dass sie da sind? Beide nicht? Das zeigt doch, wie viele Umdrehungen diese belgischen Biere haben. Man muss da aufpassen. Und relativ weit vorne habe ich gehört, in der Gunst der SPD-Basis liegen offenbar Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Esken ist Kommunalpolitikerin und hat ihren Wahlkreis im Schwarzwald. Gut, das sieht man. Sie hat offenbar den gleichen Friseur wie Jogi Löw. Und Norbert Walter-Borjans, das habe ich jetzt erst gelernt, den nennen nur wir Normalsterbliche Norbert Walter-Borjans. Als Sozialdemokratin oder Sozialdemokrat, als Insider nennt man den natürlich ganz anders. Ich habe Norbert Walter-Borjans, Novabo, wie wir ihn nennen, angerufen. Die nennen ihn Novabo. Das ist der Novabo. Klingt für mich eher wie so eine Direktbank. Jetzt Hauskredit sichern zur unschlagbaren Kondition bei ihrer Novabo. Und dann gibt es noch Ola Schoh. Ja. Zeit sparen. Leute, Beeilung. Nein, er macht solche Mätzchen nicht mit. Olaf Scholz,
haben wir jetzt auch wieder erfahren dürfen, ist ein klassischer Sozi durch und durch. Ich bin der Meinung, dass ich ein echter, truly Sozialdemokrat bin. Ein echter, truly Sozialdemokrat. So einen kann Berlin nicht verändern. Echt nicht. Truly. Aber gut zu wissen, ich hatte ihn eher Sleepy in Erinnerung. Vielleicht wird das eher ein neuer Spitzname. Ja, der kleine Truly. Könnte ich mir auch als Stofftier vorstellen. Hol dir den Truly. Ja? Oh. Für Kinder, die nicht einschlafen können. Und dann noch der Slowly. Oder die Harry. Oder der Flunschi. Und der Novabo. Süß, aber ich meine, unbekannt hin oder her, man muss schon sagen, das muss man der SPD lassen, die Hallen sind voll. Ja, die Leute strömen dahin, die finden das spannend, die finden das interessant. Es ist ein bisschen wie bei den Rolling Stones. Ich vermute, dass sich auch hier viele denken, besser mal hingehen, könnte die letzte Tour sein. Unser Reporter Jakob Leube hat sich aufgemacht nach Niederolm. Hallo, liebe Musikfreunde. Ja, die SPD ist auf Tour. Früher haben sie die großen Wahlurnen gefüllt, heute spielen sie eher in den kleinen Hallen. Hier heute in Niederolm. Naja, wenigstens keine Baumarkteröffnung. Schauen wir mal. Tourtermine sind es 23, das ist ein ganz schön hartes Tourleben. Muss die Leber danach in Urlaub? Nee, wir mäßigen uns beim Alkohol. Ne, dass wir machen das also wie Gerd Schröder, der hat ja auch während des Wahlkampfes nicht getrunken. Hat er nicht? Ach so. Hat er nicht, nee. Bisher können wir den Alkoholkonsum noch immer auf mäßigem, aber stetigem Niveau halten. Welcher Song spiegelt dein SPD-Gefühl am meisten wider? I can't get no satisfaction, let it be oder Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Oh, ich glaube, ich würde Let It Be nehmen. Ja, also Let It Be. Ja, ja, weil die einfach keine Kursänderungen, also ich spüre keine Kursänderungen. Jetzt mit 15 Leuten auf der Bühne, die alle durcheinander singen, das ist doch so ein bisschen wie ein Konzert von der Kelly Family. Ja. Nur mit weniger Haaren. Das stimmt. Wenn man jetzt an Olaf Scholz denkt, zum Beispiel. Ja, ja. Phil Collins sah auch immer aus wie ein Versicherungsvertreter und ist Weltstar geworden. Macht Ihnen das Mut? Ich finde das eine lustige Frage, aber ich glaube, ich sehe aus wie ein Sozialdemokrat. In welchem Genre ist die SPD denn so musikalisch? Rock'n'Roll ist das ja nicht mehr. Nee. Volksparteimusik auch nicht mehr. Nein. Und eher so Blues vielleicht. Vielleicht, da würde ich sie auch hinpacken. Ja, wir sprechen hier mit dem Tourmanager. Wie ist es denn, die Abschiedstournee der SPD zu organisieren durch Deutschland? Das ist ja nicht die Abschiedstournee, das ist ja... Ach so. Man sieht ja, es kommen immer mehr Zuschauer, diese Band lebt. Und wir machen es wie die Rolling Stones, also Abschiedstournee gibt es jedes Jahr. Das ist die Welcome Back Tour der SPD. Sie glauben ein Comeback? Absolut, Welcome Back Tour. Aber ist das nicht immer die gleiche Leier? Ist das die Platte, die die Leute eben nicht mehr hören wollen, Neuanfang? Kein Stück, die kriegen das jetzt mal richtig. Ja. Glauben Sie an ein Comeback? Ja, glaube ich. Sonst wäre ich nicht hier. Ich glaube auf jeden Fall auch ein Comeback. Sind Sie betrunken oder nüchtern? Nein, ich bin absolut nüchtern. Mit dem Auto da. Na, aber es gab schon Auflösungserscheinungen der Band. So. Wir hatten vielleicht mal ein paar schlechte Alben zwischendurch, aber es wird jetzt wieder besser. Wir sind ja ständig in die Charts gekommen. Wir sind in den Charts, aber leider mit schlechter Musik. Ja, mit My Heart's Fear Will Go On, Who the Fuck is Nale. Das ist aber nicht, das ist nicht richtig. Scholz I Stay or Scholz I Go, es fällt ein Schulzzug nach nirgendwo, Kroko Jumbo, also, Losing My Election. Losing Next Election, nein. Das hat alles gefloppt leider, ne? Ja, da kann ich jetzt so schnell nicht drauf reagieren. Das war's von der SPD-Abschiedstournee. Und wir gehen jetzt in die Hotelzimmer und zerstören das und saufen einen so richtig, nein, oder? Ich glaube, Sie haben sich geirrt und müssen noch viele dieser Veranstaltungen besuchen und immer wieder berichten, dass sie immer noch da ist, die SPD. Auch wenn sie nicht passt. Rock'n'Roll. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Ein Film von Tobias Döll. Die meisten Kandidatenpärchen stehen ja für einen Linkskurs der SPD. Wer das anders sieht, ist der ehemalige Parteivorsitzende Sigmar Gabriel. Er wird heute 60 Jahre alt und mischt sich immer noch gern ein. Nicht unbedingt immer zur Freude seiner Genossinnen und Genossen. Letztens hat sich zum Beispiel Thorsten Schäfer-Gümbel sehr vielsagend in einem Interview zu Sigmar Gabriel geäußert, einfach indem er ihn nicht erwähnt hat. Hier, Zitat Schäfer-Gümbel.
Ich freue mich einfach darüber, dass Hans-Jochen Vogel, Björn Engholm, Matthias Platzek, Kurt Beck, Franz Müntefering, Andrea Nahles und Gerhard Schröder, wenn sie etwas haben, einfach anrufen und versuchen zu helfen. Das ist ja ganz perfide. Das sind Sätze, die kennen wir aus der Familie. Ich freue mich einfach, dass deine Geschwister ihre Mutter mal besuchen kommen. Mehr will ich nicht sagen. Ich freue mich einfach, dass die anderen mich auch mal besuchen. Es freut mich einfach. Gabriel hilft der Partei eben auf seine Art, nämlich mit launigen Interviews. Heute ist er bei uns. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Herr Gabriel. Ja, Sie werden heute 60 und bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen natürlich auch ganz, ganz herzlich gratulieren. Vielen Dank. Nämlich für Ihre Entscheidung, sich aus der aktiven Tagespolitik rauszuhalten. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Nein, ich meine, letztlich war es ja auch Ihre Politik, die die SPD an den Rand der Existenz geführt hat. Ich führe Sie auch gleich mal an den Rand Ihrer Existenz, Herr Ehr. Das Problem der SPD ist, dass sie einfach nicht auf meine Ratschläge hört. Ja, und was raten Sie der Partei? Ich rate der Partei, sich einfach mal wieder öfter wählen zu lassen. Interessiert scheinbar keine Sau. Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, die SPD sei inzwischen linker als die Linkspartei und ökologischer als die Grünen. Was meinen Sie damit? Ich meine damit, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns einfach mal wieder mehr auf unseren Kern besinnen sollten. Also auf mich. Sie haben auch gesagt, der Zitat, leistungsbereite Arbeitnehmer fühle sich nicht mehr vertreten durch die SPD. Es ginge zu viel um Minderheitenthemen. Wie darf man das denn verstehen? Ihr IQ ist aber auch auf der Höhe der Teppichkante. Es geht zu viel um Minderheitenthemen, heißt, es geht zu viel um die Themen von Minderheiten. Ja, wen meinen Sie denn? Ja, Minderheiten. Langzeitarbeitslose, Geringverdiener, Frauen. Gut, damit erfüllen Sie jetzt wirklich das Standardklischee des deutschen Rentners. Ein bisschen Polemik, ein bisschen Rechtsruck, ein bisschen Frauenfeindlichkeit. Zeigen Sie auch schon Falschparker an? Dass Ihnen das nicht gefällt, ist mir klar, Herr Ehring. Fangen Sie jetzt auch noch an mit, die SPD muss mit der Linkspartei fusionieren. Ich sage nur, die SPD war mal angetreten als die Partei des kleinen Mannes. Ja, damit war aber niemals Gregor Gysi gemeint. Sie sehen es doch auch, viele nehmen der Partei heute noch übel, dass sie Hartz IV eingeführt hat. Hätte man da nicht bereits vor Jahren schon Einsicht zeigen müssen? Hätte, hätte, Senfbulette, Herr Ehring. Fakt ist doch, wir müssen in die Zukunft schauen. Digitalisierung, Arbeit 4.0, das sind sozusagen die großen Themen. Und dahingehend müssen wir auch Hartz IV reformieren. Mal ganz konkret, warum soll man seinen Hartz IV-Antrag beispielsweise nicht auch per WhatsApp einreichen können? Per WhatsApp, Hartz IV-Antrag? Das erleichtert doch auch die Kommunikation fürs Amt. Ablehnungsbescheide mit Emojis. Leider nein. Daumen runter, Tränchen, Smiley, fertig. Na gut, wo wir dann gerade hier so emotional sind, vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie kommt es eigentlich, dass Sie heute Zeit für uns haben? Gibt es keine Party? Sind Sie traurig, dass Sie nicht eingeladen sind, Herr Ehring? Nein, ich frage nur. Ich habe alle eingeladen. Freunde, Weggefährten, alle, die mir wohlgesonnen sind. Aber wissen Sie, was soll ich da zu Hause alleine rumsitzen? Wenn Sie vielleicht einen kleinen Tipp haben wollen. Nein. Vielleicht sollten Sie mehr das Gespräch suchen. Andere greifen zum Telefon, Sie geben ein Interview. Manchmal denke ich mir, selbst wenn Sie Ihrer Frau was mitteilen wollen, dann machen Sie es über ein Interview in der Bild-Zeitung. Und es gibt eine Schlagzeile, Schatz, stell schon mal das Bier kalt. Genau. Und pack auch noch zwei Koteletts auf den Grill, Anke. Ich komme nämlich jetzt nach Hause. Vielen Dank und schönen Geburtstag, Sigmar Gabriel.